Es ist 12:30. Ich habe noch nichts gefrühstückt. Und ich habe das letzte Mal gegessen gestern Abend um 7 oder 8 Uhr. Herzlich willkommen zu Schönschlaus Fastenexperiment. Kann man ohne weiteres 3 Tage lang ohne feste Nahrung auskommen und stellt sich nach diesen 3 Tagen eine Fasten-Euphorie ein? Der Mensch kann ja angeblich über 30 Tage ohne feste Nahrung auskommen. Zumindest habe ich das selber noch behauptet im letzten Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch an. Heute ist Donnerstag vor Ostern. Ich habe beschlossen, es wie die Christen zu machen. Das Fasten wird bei den Christen mit der Ostermesse Samstagabend gebrochen. So werde ich das jetzt auch machen. Es war auch gar nicht so leicht, 3 Tage zu finden, wo ich nicht unbedingt meine Gehirnhöchstleistung brauche. Für die nächsten Tage habe ich mir vorgenommen, Videos aufzunehmen. So Buchhaltung, Papierkrams zu machen und die Wohnung einzurichten, aufzuräumen, weil wir gerade neu eingezogen sind und ich gerade mein Studio einrichte. Ich glaube, Melanie ist so stolz auf mich, dass ich jetzt endlich mal was bei unserem Instagram-Account mache. Das ist ein Instagram-Post zu diesem Vlog, der wiederum zu letztem Video ist. Social Media Inception. Das bedeutet, Freunde der Sonne, wenn ihr euch dafür interessiert, wie mein unfassbar spannendes Leben sonst so aussieht, dann folgt uns auf Instagram @schönschlau mit OE wohlgemerkt. Und da tobe ich mich ab und an ein wenig aus in den Stories. Zumindest an spannenden Tagen, so wie heute, wenn ich dabei bin, mich live zu Tode zu hungern. Ohne Witz, ich denke heute bestimmt schon zum 10. Mal, ich könnte ja was essen oder was könnte ich denn essen? Dann fällt es mir wieder ein. Dann merkt man erstmal, wie oft man am Tag an Essen denkt. Es ist 2:30 und ich kann da nichts anderes... Ich wollte gerade wirklich sagen, ich kann da nichts anderes essen. Scheiße. Nichts wirklich. Hungern. Ja. Wenn es irgendwie nicht geht, dann breche ich es halt ab. Ich muss es halt da nur dokumentieren. Ach so, falls ihr euch fragt, ob ich mich eigentlich den ganzen Tag nicht vom Fleck bewege, so ähnlich ist es tatsächlich. Ich spare mir meine Energie auf. Leute, ich habe mir einen Kaffee gemacht. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Aber ich habe so Lust erstmal auf was Warmes. Das erinnert mich doch da ein bisschen an Essen und, naja, Kaffee halt, ne? Es ist ganz schlimm. Es ist 16:45 und mein Mann macht sich gerade Pancakes mit Bananen, die noch vom Frühstück übrig sind. Und es riecht so gut. Oh, ich glaube, ich muss an die frische Luft. Es fing eigentlich schon damit an, dass die Pfanne so schön geknistert hat. Das ist der erste Zucker, den ich zu mir nehme seit 36 Stunden. Also im Moment fühle ich mich so, als könnte ich das heute nicht durchhalten. Okay, nachdem ich jetzt 15 Minuten lethargisch rumsaß und nichts machen konnte, esse ich jetzt ein Knäckebrot. Essen. Ich glaube, danach lege ich mich nochmal hin. Kurzes Update, ich bin tatsächlich schlafen gegangen nach dem Knäckebrot. Im Moment geht es mir gerade eigentlich wieder gut. Mein Mann Matthias, der Beste ist, fastet heute mit mir mit, damit ich das besser durchhalte und aus Solidarität. Ja, es ist immer ein Wechsel zwischen es völlig bereuen, dass ich das überhaupt mache und so ein Gefühl von, es geht mir doch eigentlich ganz gut, erstaunlich. Jedenfalls, im Moment habe ich wieder ein unglaubliches Low und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr machen, deswegen esse ich jetzt, wir hatten hier eine Viertelscheibe schon gegessen, 1,5 Scheiben Käse. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das so nicht richtig macht. Ich bin auch ein ganz schlechtes Beispiel. Das Gute ist, ich glaube, die wenigsten von euch werden das zu Hause nachmachen, weil es einfach keinen Spaß macht. Ich befürchte, ich muss einen kleinen Powernap halten. Ich saß die letzte Stunde einfach nur auf einem Stuhl im Wohnzimmer und fand das unglaublich anstrengend. Ich schaue schon die ganze Zeit Werbung, wo leckeres Essen angepriesen wird und ich verspüre keinen Appetit. Es ist fast 11:30 Uhr abends, ich fühle mich ziemlich fit, super wach. Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt der Punkt ist, aber meine Stimmung ist definitiv gestiegen. Tag 3. Der Tag startet heute definitiv viel besser als gestern. Das liegt natürlich auch daran, dass ich weiß, dass wir heute Abend endlich wieder was zu essen bekommen. Seit gestern Abend 11 Uhr geht es mir relativ gut. Kleiner Tipp, man denkt viel langsamer ohne Zucker im Blut. Ja. Nach 48 Stunden, jetzt oder fast 48 Stunden ohne Zucker. Ja.
Wenn ihr ein langes Wochenende haben wollt, einfach nichts essen. Die Zeit vergeht wirklich deutlich langsamer. Gestern saßen wir uns zum Beispiel ab und zu mal zu zweit auf Stühlen gegenüber, so 15, 20 Minuten, ohne was zu machen, ohne was zu sagen. Man ist halt einfach nicht so fix im Kopf. Also wenn wir ein Auto verbauen, musst du das gleich löschen. Es geht mir gerade wieder schon so ein bisschen elend. Ich habe so Hunger. Ich muss mich kurz hinsetzen, es ist so anstrengend. Also seelisch geht es mir super, aber körperlich, ich bin so kaputt. Ich habe einfach keine Energie. Ich glaube, ich muss mich tatsächlich noch mal hinlegen und ein kleines Schläfchen machen. Fastet lieber nicht, wenn ihr nicht die Gelegenheit dazu habt, sehr, sehr viel zu schlafen. Es ist jetzt 2 Uhr, ich habe sehr unruhig geschlafen, aber nur noch 5 Stunden, nur noch 5 Stunden bis zum Essen. Wir haben 6 Uhr am Tag 3, das heißt, ich habe es fast geschafft, 3 Tage Fasten. Mein Fazit ist, ich bin erstmal erstaunt, dass das doch so gut ging. Dafür, dass wir sonst immer 3-mal am Tag essen und auch sonst zwischendrin snacken, bin ich ziemlich erstaunt, wie gut man tatsächlich noch leben kann, wenn man so gut wie nichts isst. Man hat zwischendrin tatsächlich Phasen, wo man überhaupt keinen Hunger mehr verspürt. Man kann Werbung von Schokokuchen im Fernsehen schauen und es lässt einen völlig kalt. Eine Stunde später sieht man in der Küche einfach nur den Kochtopf rumstehen und denkt an Essen und wird verrückt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ganz gut wäre, zum Beispiel einmal im Jahr eine Fastenkur zu machen. Also nicht so einfach irgendwie im Alltag, sondern mit Programmen, mit Experten. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich wirklich Zeit nimmt, dass eine Art Urlaub oder wirklich Kur ansieht und nicht einfach denkt, okay, ich esse jetzt einfach mal nichts. Also man merkt schon, dass Matthias generell ein bisschen trainierteren Stoffwechsel hat. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er Marathon läuft. Er war tatsächlich heute Morgen gelaufen, weil er nicht schlafen konnte. Das hätte ich nicht hinbekommen. Was ich ganz klar feststelle, ist, dass ich körperlich einfach sehr wenig Energie habe. Wir waren heute ein bisschen draußen unterwegs, ein bisschen einkaufen. Das fand ich unglaublich anstrengend. Und ich freue mich einfach so sehr auf das Essen in einer Stunde. Wir haben Brot bekommen und wir müssen es jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass wir das nicht komplett in uns hineinschlingen. Ja.